Ja, leider mit einer schlechten Nachricht. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal nämlich überraschend geschrumpft. Heißt, im Vergleich zum Vorquartal ging die Wirtschaftsleistung um 0,3% zurück. Und das ist der zweite Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Die Statistiker revidieren damit ihre ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation vorsah. Bei zwei Minusquartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Holger Zschäpitz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Holger, das sind durchaus alarmierende Zahlen und interessanterweise hat ja kaum jemand damit gerechnet, weder die Prognostiker noch Experten noch die Regierung selber. Woher kommt diese Rezession? Was bedeutet sie? Es ist tatsächlich eine wirklich überraschende Rezession, weil wir haben ja Vollbeschäftigung. Wir haben doch im ersten Quartal so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehabt wie noch nie in der Geschichte. Fachkräftemangel. Ja, nein, aber wir hatten trotzdem so viele Leute. Und du musst ja wissen, was ist ein Bruttoinlandsprodukt? Das ist einfach Zahl der Leute, die arbeiten, mal Output der Leute, die arbeiten. Und da sehen wir schon, wo das Problem ist. Die Leute wollen vielleicht weniger arbeiten. Es ist nicht nur allein ein konjunkturelles Problem, dass wir Inflation haben, die Leute weniger konsumieren, die haben halt keinen Bock, wenn es alles teuer ist, sondern es ist auch ein strukturelles Problem, dass Menschen in der Nach-Corona-Zeit weniger Lust haben zu arbeiten oder so eine neue Life-Work-Balance haben. Oder aber, was wir auch noch beobachten können, dass die Industrie zurückgeht und die Dienstleistungsbranche so ein bisschen steigt. Und in der Dienstleistungsbranche gibt es nicht so viele Produktivitätssachen. Du kannst halt nur einem in der Stunde die Haare schneiden. Da kannst du nicht viel produktiver werden. Und deswegen haben wir eben diese strukturellen Sachen. Und diese beiden Sachen zusammen machen das Ganze auch ja, schwer vorhersehbar. Das hat ja niemand vorhergesehen. Aber auch irgendwie so, weiß nicht so richtig, was man daraus machen soll. Ja, und die Frage ist dann auch noch schwieriger, wie man da wieder rauskommt. Denn es ist ja scheinbar, wie du es gerade analysiert hast, kein einzelnes Phänomen, hohe Energiepreise oder Inflation, sondern es ist ja dann durchaus komplexer. Es ist eine Mischung. Also ich würde schon mal, wenn ich jetzt Politiker wäre oder wenn ich Politikberatung hier machen dürfte, würde ich schon mal sagen, aufhören zu streiten in der Koalition. Wenn gestritten wird, das ist nicht unbedingt jetzt so, dass ich dann Vertrauen habe und sage, Mensch, mein Land geht nach vorne und ich weiß genau, was ich jetzt bezahlen muss bei Steuern oder ich weiß genau, was jetzt mit der Wärmewende passiert oder sonst wie. Das wäre schon mal das Erste, dass man Vertrauen hat und so ein bisschen Planungssicherheit. Also wenn der Deutsche irgendwie das nicht hat, dann fängt er an, so starre zu machen. Das wäre schon mal eine Idee, die man machen könnte. Das Zweite, was man machen müsste, wäre, aber das ist natürlich eine langfristige Sache, wir müssen aus den Leuten noch mehr rausholen, also noch mehr produktiver machen, mehr Bildung, mehr solche Sachen. Und wir müssen versuchen, die Leute, die zu uns kommen, die vielleicht nicht immer sofort in den Job passen, zu ertüchtigen, in den Arbeitsmarkt noch mit reinzukommen. Und so könnten wir die Wachstumskräfte wieder schütteln. Und vielleicht auch mal eine Steuersenkung, dass wir alle noch das Gefühl haben, mehr in der Tasche zu haben. Das wäre auch ganz cool. Geht ja jetzt demnächst los mit der kalten Progression, die wir irgendwie so ein bisschen runter machen. Da kriegen wir so ein bisschen schon ein Gefühl, was es heißt, auch mal ein bisschen mehr zu haben. Und die Inflation, die wird sicherlich ihr Eigenleben haben. Da kann man wenig tun. Ich kann natürlich versuchen, irgendwie noch mehr Energie zu produzieren und kann versuchen, nicht noch mehr abzuschalten, sondern eher noch ein bisschen was reinzubringen, damit auch die Energiepreise weiterfallen. Aber da habe ich jetzt wenig Handhabe. Wie abgehängt ist denn da Deutschland jetzt auch im Vergleich? Denn Corona hatten auch alle Länder in Europa. Ja. Da haben vielleicht auch viele Menschen keine Lust mehr, voll zu arbeiten. Aber was macht den Standort Deutschland unattraktiver als andere möglicherweise auch? Wir haben jetzt nicht den Tourismusstandort. Nach Corona wollen jetzt viele Erlebnisse haben. Nicht mehr viel kaufen, sondern eher Erlebnisse haben. Und davon profitiert Griechenland oder Italien. Plus 0,5 im ersten Quartal, bei denen geht's. Oder Spanien auch. Und wir sind eine der wenigen Ökonomien in Europa, die jetzt unter dem Vor-Corona-Niveau sind, also unter dem Niveau von Q4 2019. Alle anderen sind schon längst, wir sind zwar nicht so stark abgestürzt, aber wir sind jetzt so Stagnation. Und das ist nicht schön. Die einzigen, die noch hinter uns liegen, sind Spanier, aber die haben jetzt nur 0,4 im vierten Quartal plus gehabt, 0,5 im ersten. Die ziehen an uns bald vorbei und dann sind wir die wieder am Ende der Liste. Und wir können auch nicht mal mit sonnigen Stränden kommen. Der Sommer war bisher auch eher bescheiden. Also selbst mit Tourismus kannst du hier nichts machen. Wir müssen es versuchen, die Leute wieder sagen, Mensch, arbeiten, Ärmel hoch, Kreml, was tut. Klingt so ein bisschen altmodisch, wollen die Leute auch nicht hören. Die sagen alle, wir sind reich und wir müssen doch jetzt mal von dem Reichtum was haben. Aber wir wollen alle Bürgergeld haben. Ja, oder das. Und die 4-Tage-Woche. Ja, also. So werden wir halt nicht reich. Wir müssen halt mal wieder ein bisschen mehr machen. Ja, das klingt jetzt so altväterlich, aber es ist leider so. Will auch keiner unbedingt gerne hören. Aber Holger, danke dir für die klare Analyse. Sehr und vielleicht gern. Weniger streiten in der Regierung und mehr wieder anpacken. So danke dir. Es.